Moin, meine Freunde, und einen wundervollen guten Tag. In der LCK wurde jetzt immer häufiger der Adaptive Helm in der Midlane gebaut und ich persönlich bin auch ein sehr, sehr großer Freund von diesem Gegenstand. Aber vor kurzem hat der gute Riot Freak sich auf Twitter über dieses Item so ein kleines bisschen ausgelassen und gemeint, das ist bad. Es ist nicht gut, die Stats sind nicht gut und es gibt mehrere Argumente dagegen und das Ganze wollen wir so ein bisschen näher untersuchen. Denn ich persönlich bin ein ziemlich großer Freund bezogen auf das Konzept dieses Items. Ihr müsst euch ja vorstellen, es gibt ja drei Magieresistenzgegenstände, die mittlerweile alle auf den gleichen Preis gesenkt sind. Du brauchst als Tank also nur 2800 Gold und kann sich auf verschiedenste Weise gegen Magie schützen. Das heißt, wir haben die Abyssal Mask, also das alte Höllenzepter. Dann haben wir Spirit Visage und Adaptive Helm. Jetzt nur die Frage, warum findet Freak, dass das Item so bad ist? Tja, und einer der Hauptgründe lag darin, dass es unter anderem 150 HP weniger gibt. Und das ist meiner Ansicht nach auch wirklich ein würdiger Kritikpunkt. Es ist ein bisschen seltsam, dass Spirit Visage mit dem ziemlich starken Effekt von einer 30% besseren Heilung am kosteneffizientesten ist. Ja, wenn man auf die Kosteneffizienz schaut, wird man feststellen, das Item sprengt die Skala sofort, auch wenn sie natürlich Teile ihrer Passive schon hinzurechnet. Das heißt, der Goldvorteil wird ein bisschen mit der Passive generiert. Die anderen beiden haben aber Probleme mit ihren Stats. Das bedeutet, die Standardwerte HP und Regeneration und MR, die du bekommst, reicht nicht aus, um das Item 100% Goldeffizienz zu machen. Also ohne die Passive wohlgemerkt. Das ist wirklich ein Kritikpunkt, der total gut ist. Und auch hat sich der gute Freak mit der Syndra Ultimate beschäftigt. Denn der Adaptive Helm ist wirklich ziemlich nice, denn er reduziert die Syndra Ultimate dramatisch. Beziehungsweise zu Teilen zu 15%. Das heißt, wenn Syndra dich ultet, feuert sie ja mehrere Bälle ab. Und ab dem zweiten Ball erhältst du quasi reduzierten Damage. Denn der Adaptive Helm sagt, wiederkehrende Spells oder Effekte werden für 4 Sekunden 15% reduziert. Das heißt, der erste trifft hart, die letzten treffen um 15% weniger. Das ist wirklich eine Erleichterung, was den Schaden angeht. Und Freak begründet das Ganze auch, dass gerade bei der Spirit Visage ja nicht nur die Base-AP so hoch ist, sondern du kriegst natürlich super großes Healing. Und er hat auch Kragas hier als Beispiel genommen, wo er selber meint, bei anderen Champions könnte es anders sein, aber Kragas ist ein übelster Spezialfall, okay? Also super strong mit Spirit Visage. Ich persönlich denke aber, dass man den Adaptive Helm einfach massiv unterschätzt. Denn sicherlich ist die Syndra Ultimate damit reduzierbar und es ist auf jeden Fall ordentlich Burst im Haus bei diesen Champion allgemein. Aber der Adaptive Helm ist dazu da, um konstanten Schaden zu reduzieren. Syndra ist ein Champion, der auf dem Q einen extrem geringen Cooldown hat und davon gibt es sehr viele Champions. Und genau für diese Champions ist der Adaptive Helm gemacht. Syndra richtet deutlich weniger Schaden an, wenn du den Helm trägst anstatt Spirit Visage. Die spammt dich zu und du reduzierst wirklich sehr, sehr viel Damage. Und das gleiche gilt natürlich bei allen Damage-over-Time-Fähigkeiten. Das heißt, auch ein Rumble leidet gegen dieses Item massiv, okay? Es reduziert einfach enorm viel Schaden und es gibt nun mal sehr, sehr viele Champions, die genau diese Kategorie fallen. Das heißt, wenn man auf Games of Legends schaut und guckt, was die LCS so pickt, beziehungsweise auch im Solo-Queue nachschaut, wird man feststellen, Adaptive Helm ist gegen viele dieser Champions wirklich sehr, sehr gut, weil alle entweder geringen Cooldown haben oder wie zum Beispiel die Ahri Damage over Time unter anderem anrichten. Das heißt, ihr Fuchsfeuer und ihre Ultimate richten mehrmals Schaden hintereinander an, was von Adaptive Helm reduziert wird. Und hierbei muss man sagen, es betrifft LCS und Solo Queue. Eine Cassiopeia zum Beispiel ist auch gegen diesen Helm nicht gewappnet und es wurde in der LCK bewusst gegen sie gepickt. Das heißt, natürlich ist Spirit Visage in vielen Aspekten wirklich nicht schlecht. Gerade die viele Base-Up-Helm macht das einem super strong. Aber es ist genau auf diesen Heal-Effekt zu reduzieren. Es ist wirklich nur deutlich stärker, wenn du diese Kragas-Heilung oder sowas mit drin hast oder ein Mundo bist, okay? Dann kann ich es verstehen. Sollte man beide Items miteinander kombinieren, ist es absolut unnormal, aber wenn man gezielt einige Champions schwächen will, kommst du an den Adaptive Helm nicht vorbei. Denn richtig gestört wird es bei folgendem, und zwar Corki. Corkis Auto-Attacks machen ja magischen Schaden und die werden von Adaptive Helm reduziert. Corkis ganz normale Auto-Attacks werden von seinem passiven Effekt betroffen. Das ist insane, okay? Das ist super strong. Und das Witzige ist, dass das Ganze auch für Items gilt. Das heißt Ardent Sensor, Wit's End, Proto Belt. Alle Items, die irgendwie den wiederkehrenden Effekt haben, und beim Proto Belt sind es die Raketen, werden reduziert. Das ist super strong, das ist insane strong. Ich persönlich würde mir aber noch Folgendes wünschen, und zwar, dass man dieses Item bezogen auf die Base Stats noch so ein bisschen anhebt. Beziehungsweise Spirit Visage dann anpasst. Das heißt, Riot hat sich einen guten Plan überlegt, die MR-Items genau zu klassifizieren und sehr, sehr ähnlich zu machen. Außer Spirit Visage. Spirit Visage hat einfach 150 HP mehr.
Why? Würde man diese drei Gegenstände nun von der HP genau anpassen, das heißt entweder haben alle 400 oder alle gehen hoch auf 450, dann ist das für einen Tank super angenehm, weil natürlich kann man immer sagen, hey, hol dir doch einfach beides. Ja, wer hätte es gedacht? Es geht aber darum, selbst als Tank einen effektiven Power Smite gegen etwas zu bekommen. Weil auch ein Tank muss die Entscheidung treffen, gehe ich Sunfire oder gehe ich Omen, wenn ich gegen jemanden spiele, der super hart crittet. Und dieses Decision Making zu unterstützen ist sowieso Riot's Ziel und meine persönliche Präferenz. Ich finde, Adaptive Helm ist super strong, wenn er sich genau mit den anderen Gegenständen messen lässt. Du holst also das Höllenzepter bzw. ein bisschen Mask, wenn du deine Teammates unterstützen willst. Du holst dir Spirit Visage, wenn du ein übelster Heal-God bist. Und gegen wiederholenden Schaden oder quasi den Rest holst du dir den Adaptive Helm. Oder du holst dir halt alles. Das kann man auch machen. Aber diese punktgenaue Entscheidungsfindung finde ich super strong. Weil mit den 150 HP gewinnt Spirit Visage für die meisten im Kopf sowieso schon. Gut, Leute. Unterschätzt also den Adaptive Helm nicht. Ich finde das ein sehr, sehr cooles Item. Bis dahin wünsche ich aber noch einen wundervollen, spannenden Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.